Alter, zack, der nächste Brocken. Hechtalden. Und raus hier wieder mit der Jerkbait-Route. Lange nicht verwendet. Jerkbait und Hecht ist the shit. Ist eigentlich seit Jahren die ultimative Kombination. War aber lange irgendwie, naja, unterrepräsentiert. Nennen wir es vielleicht einfach so. Denn was soll man sich denn noch großartig mit einer dicken, fetten Hechtrute, mit einer fetten Jerkbait-Route beschäftigen? Zack. Wenn man die dicksten Brocken wunderbar am Archipel fangen kann. Und dann braucht man noch gar nicht extra gezielt an sowas hier. An der alten Festung zum Beispiel hier. Auf Hecht gehen. Ja, man geht einfach ganz entspannt zum Archi. Und zieht dann da 20 Kilo plus Hechte raus. Alles easy auf dem Wobbler. Ja, und dann steht man da natürlich mit seiner teuren Jerkbait-Rute und denkt sich, boah geil, Alter, wofür habe ich mir das Ding denn geholt? Ja, naja, aber es geht halt auch anders. Ne? Ich hatte jetzt die Tage auch schon mal probiert, die klassischen Spots am Ladoga. Denn Hechtangeln war auch in der Vergangenheit immer wieder ganz geil. Und gerade eben auch... Ja, ich sag mal, dieses ufernah Angeln macht halt eigentlich immer wieder Bock, ne? Es passiert halt, dass die eben ganz nah oder ich sag mal auch hier so im Nahbereich noch reinschießen können. Und von daher immer mal wieder probieren. Und im Moment, zack, da hinten geht er schon wieder rein. Soll und es klappt eben auch ganz geil hier an der alten Festung. Auf die dicken, fetten... Die richtig dicken, fetten Köder. Und ich muss sagen, ich habe noch nicht mal so einen riesengroßen Haken dran. Ich habe 1,0er Haken nur drauf. Und es fängt schon gut an, ne? Zack. 3 Minuten. 4 Kilo, 5 Kilo, 3 Kilo, 3 Kilo. 3 Kilo Hechtauftrag ist schon abgehakt. Sollte, glaube ich, gerade im Café sein. Ich muss mir das gleich nochmal genau angucken. Ich habe das nur so im Schnelldurchlauf mir angeguckt. Ich glaube, so Stop and Go funktioniert gerade mit am besten. Einfach so ein bisschen Pause lassen. Dann kommt ja unten, also 5-mal so drehen, zack. Und dann kommt unten Führung mit Zwischenstopp. Das verschwindet dann ja auch wieder nach einer gewissen Zeit. Und dann einfach wieder ran hier und probieren. Na, jetzt aber so langsam. Da ist vorbei. Krass. Und was für Brocken bis jetzt schon, ne? An der alten Festung hier. Hier 5. Und jetzt machen wir mal Pause. Das war jetzt 5 Magieren. Jetzt machen wir einfach mal ziehen. Vielleicht geht es auch noch anders, ne? Also es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, das Ding dann vielleicht auch mal mit schnell, mit Speed einfach mal durchgezogen. Einfach mal testen, was am besten funktioniert. Wobei halt, wie gesagt, gerade schon, also die ersten Bisse sind halt alle schön reingegangen. Einfach nur beim lockeren Durchziehen. Und vielleicht sogar auch eher da hinten, ne? Also durchaus noch auch eine Möglichkeit, weiter da hinten nochmal hinzugehen. Und da zu probieren. Aber wir haben ja hier die Stelle auch noch gar nicht durch. Es gibt ja noch verschiedenste Möglichkeiten. Also, die ersten Würfe waren jetzt alle da hinten hin. Jetzt geht's hier vorne hin, dann da noch so hin. Zack. Es ist einfach krass. Ich hatte vor Monaten, hatte ich bei der Jerkbait das Öl umgetauscht. Eigentlich keine gute Wahl gewesen. Ich habe das Zero Gravity Öl verwendet. Und eigentlich absolut, absoluter Fail war das. Und ja, ich meine, es hat natürlich den Vorteil, also die Köder, die fliegen übelst weit raus. Das ist natürlich schon nicht schlecht, aber so weit will ich halt gar nicht. Ne? Ihr seht, wie weit man wirft hier. 20 Meter, 25 Meter vielleicht. Und das würde ich mit der Route halt mit jedem Öl, beziehungsweise auch mit jedem räudigen Köder auch wahrscheinlich hinkriegen. So weit muss das alles gar nicht.
easy peasy jetzt. So, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen gieren. Da waren jetzt 3 Würfe, keine Hechte mehr. Heißt also, weiter probieren. Und ich hatte erst gedacht, komm, ich gehe unten an den Fuß auf die Brücke und teste unten an der Brücke, beziehungsweise im Fuß, wo das Totholz ist. Und dann weiter unten, wo die Birken sind unten, das ist ja auch mal eine ganz gute Stelle. Und dann fiel mir ein, Alden, im Chat hieß es doch schon die Tage, Hecht oben hier auf 21,67 wieder. Kann man bestimmt auch mit einem Blinker wieder ausprobieren. Hier die klassischen Hunter-Blinker, das geht ja auch in der Regel ganz gut. Die durchziehen, entweder einfach auf Jig oder tatsächlich mit der Jig-Montage. Einfach mal gucken, wenn ihr da noch nicht so ganz fit seid oder ein bisschen low seid im Level. Einfach mal schauen, wie das... also es gibt verschiedene Videos auch dazu, ne? Einfach mal gucken, mit der Jig-Montage hier durchgehen. Oder wie gesagt, mit dem Blinker. Oder ja, wenn ihr da so ein bisschen planlos seid, einfach mal gucken. 3, 4, 5 verschiedene Videos zum Hechtangeln gibt es auch schon auf dem Kanal. Einfach mal reingucken. Na, jetzt ist auf einmal Ende. Hat sich das Wetter geändert? Ja, es ist ein bisschen wärmer natürlich geworden, aber ansonsten nicht viel Änderung. Ein bisschen weiter. So, dann machen wir da hinten nochmal einen Stopp. Und nochmal. Das ist natürlich jetzt die große Frage. Was und wo, ne? Ideale Uhrzeiten. Ich gucke natürlich gerade von der Zeit. Ideale Uhrzeiten, klar, Morgenstunden. Immer richtig gut. Bis 11 Uhr ungefähr. Also bis 11 Uhr ist so die ideale Hechtzeit. Und dann ist ein bisschen Pause. Und so gegen 16... Irgendwas Kleines. Und gegen 16 Uhr geht es eigentlich dann erst wieder so ein bisschen los, dass man dann... Zack, dass man dann wieder, oder dass die dann wieder reinballern. Wenn die ersten Würfe kommen und es ballern hier diese kleinen Hechte rein, ist es schon mal ein gutes Zeichen. Dann kann man dann nochmal drauf aufbauen und weitermachen. Wenn ein Köder einfach gar nichts liefert, also man wirft und wirft und wirft, 3, 4 Würfe und es passiert einfach nicht, sofort Köder wechseln, ändern. Topwater ist natürlich auch immer eine Möglichkeit, ne? Ich mache ja jetzt hier gerade eigentlich fast nichts anderes als Topwater, aber eben mit so einem riesen Brocken. Ich könnte gleich nochmal einen anderen grünlichen testen. Und zwar diese selbstgebastelten. Gucken wir mal eben. Also ich schaue mal kurz rein in die Köderbox. Und zwar gibt es doch, ja, diese hier oder diese petrolfarbenen. Ich fange mal damit einmal an. Das sind die ganz großen. So. Auch gleiches Spiel. Erstmal durchziehen. Führung mit Zwischenstopp. Also ein ähnliches Farbmuster, ne? Also ähnliches Farbmuster, wie gerade schon funktioniert hat. Grünlich. Zack, siehst du, schon Biss. Aber irgendwas Lüdes. Aber es scheint anzukommen. Oder ist es ein Barsch? Den wollen wir natürlich nicht. Nee. Ist ein kleiner Hecht. Und dann mal hier vorne testen. Ich glaube, ich habe meine Skillpunkte rausgenommen, ne? Ich verwende ja Jerkbait so wenig. Ich glaube, ich habe meine Skillpunkte aus der Route rausgenommen. Oder? Jerkbait-Montage, Jerkbait-Route. Nö, habe ich nicht. Sie fliegt trotzdem kreuz und quer. Okay. Okay. Hab ich nicht. Aber das werde ich demnächst machen. Also ich werde auf jeden Fall... Also diese Skillpunkte, ne? 7 Punkte, die weiß ich ja mittlerweile deutlich, deutlich besser einzusetzen. Nicht auf die Jerkbait, Alter. Also, ne, der Vorteil auf Route ist ja ganz klar, Wurfweite, völliger Schwachsinn bei Hecht. Also wenn man Hecht, ne, so, also egal wie, bei Jerk. Ob der es beim Schleppen Jerk verwendet, brauchst du keine Wurfweite. Oder wenn du am Ufer stehst und 20 Meter auswirfst, brauchst du auch keine Weite. Katastrophe. Genauigkeit ist der einzige Punkt. Und Fischkontrolle, ja, pff,
was will mir denn so ein 20-Kilo-Fisch, was soll ich denn da noch großartig Fischkontrolle machen? Den ballerst du halt raus. Und wenn du den jetzt dann mal eine Minute länger drillst, ja, dann ist das halt so. Aber das ist ja jetzt, das sind auf jeden Fall 7 Punkte vertan, sozusagen. Die werden auf jeden Fall nochmal anders geskillt. Ich bin gespannt, ob mit dem neuen Gewässer, ob wir da neu die Skillpunkte verteilen können. Wäre grandios. Das wäre natürlich praktisch, wenn man dann die Skillpunkte zurücksetzen könnte. Das wäre natürlich echt nicht schlecht. Und dann werde ich echt nochmal grob überlegen, also wirklich, was ist wirklich essentiell und was bringt einem wirklich was. Also einfach fangtechnisch und trophymäßig, dass man einfach die höchste Chance hat, doch nochmal irgendwelche Trophys zu fangen. Lieber ins Risiko. Ich hatte gerade noch einen kleinen Nachläufer hier. Ich muss gleich nochmal gucken, ob ich nochmal irgendwo die Führung vielleicht ändere. Vielleicht ziehe ich einfach nochmal durch. 3, 4, 5, Pause. Führung mit Zwischenstopp. ...50er Speed, hat auch schon mal funktioniert. Ich mach mal 50 plus Shift. Führung mit Zwischenstopp. Und Pause. Machen wir einfach mal einen auf den. Wobei das schon heftig ist, ne? Aber auch da funktioniert Führung mit Zwischenstopp. Man muss aber, glaube ich, deutlich länger oder deutlich mehr kurbeln, ne? Mehr Umdrehung. So ein bisschen so eine Zeitsache auch. Weiß ich nicht. Also bisher muss ich sagen, die ersten Würfe, alles schon tipptopp. Die Größen vor allem richtig, richtig gut. Hier zwischen 3 und 5 Kilo. Mega gut. Was haben wir denn hier gerade gehabt? Also das hat natürlich schon richtig was gebracht. Aber der Köder, also die Vorlieben, die ändern sich anscheinend doch wieder auch mit dem Wetter so ein bisschen. Das heißt, da müssen wir nochmal dran, ne? Hakengröße 4-0. Okay, das ist gut. Puschelhaken müssen, glaube ich, nicht dran. Waren bloß die Haken, die ich vor Jahren immer in großen Mengen verwendet habe. Die hatte ich halt immer rumliegen. Aber ich glaube, Puschelhaken absolut nicht relevant. Interessiert dem Hecht, glaube ich, nicht so sehr. Ne. Ja, jetzt haben wir natürlich auch schon Mittagszeit, 12 Uhr mittlerweile. Heißt also, jetzt ist durchaus Flaute mal angesagt. Und wir müssen warten. Oha, da vorne ist ein Totholz. Aber bin ich noch dran vorbei. Okay. Ja. Jetzt heißt es abwarten und gucken. Oder ich teste gleich nochmal Topwater. Wäre auch eine Idee, ne? Ich glaube, ich mache das. Wir machen mal einen kurzen Break. Und dann gleich so gegen Abendstunden teste ich einfach nochmal normale, also nicht Jerkbait, sondern Topwater und Blinker, vielleicht sogar auch noch Jig. Mal gucken. Ja, 12 Uhr, Mittagspause. Alter! Da kommt da hinten rausgeschossen. Cooles Ding. Gar nicht so groß. Ich habe gerade nochmal ein bisschen geguckt, ob ich hier nicht, ne, auf dem Wobbler auch noch was kriege. Schön mit dem Funky Minnow, ist ja auch ein Klassiker. Und habe ich gedacht, komm, hier teste doch schon mal in der Zeit, ob da was Kleines reingeht, so in der Mittagszeit. Vielleicht ist das dann das Richtige auch für die Abendstunden. Und das schien genau das Richtige zu sein. Hier ist natürlich eine super, ich sag mal wirklich tricky, zack, der nächste. Bisschen tricky Angelegenheit hier, die Führung zu machen. Weil das Ding hat eine Tauchtiefe, die tiefer ist als das Gewässer. Und da müssen wir natürlich gucken, dass wir das Ding jetzt so bewegen, dass es nicht zu tief geht und trotzdem triggert. Ihr seht, der kommt immer wieder so ein bisschen raus da hinten. Flip. Und ich führe den quasi ganz flach unter der Oberfläche,
nur mit einer ganz kleinen Bewegung, also ganz kleine Drehung. Und der taucht immer auf und ab. Hier sieht man es jetzt ganz gut. Zack. Zack. Auch an der Schnur sieht man es, ne? Zack. Zack. Nur diese kleinen Bewegungen. Montage zusammen. Also, diese kleine Bewegung, Tauchtiefe 1,50 Meter. Das heißt, wenn wir hier normal durchkurbeln würden, eine ganze Umdrehung oder mit der rechten Maustaste durchziehen würden, schießt er immer runter in den Schlamm. Wollen wir halt nicht. Und deswegen locker ausgeworfen. Zack. Und dann, ich habe jetzt hier Tempo 50. Bremse habe ich ein bisschen lockerer gemacht, damit die auch erstmal ein bisschen abziehen können eigentlich. Die größeren und dann einfach so ein bisschen runterziehen. Und dann achte ich eigentlich auf die Schnur. Die Schnur geht runter, die Schnur geht rauf. Zack und wieder. Und wieder Biss. Irgendwas Lüttes. Cool. Also werde ich jetzt gleich nochmal weiter durchziehen. Auch in den Barsch. In den Abendstunden. Ja, es ist 16 Uhr. Zack. Und der erste Hecht ballert schon wieder rein. Ich teste gerade hier auf dem Hunter. Ich habe natürlich die ganze Zeit weiter rumprobiert. Aber es waren jetzt auch einige Würfe dabei, wo eben auch dann nichts passiert. Es ist halt so, in der Mittagszeit ist immer so ein bisschen Flaute, passiert halt. Und ich habe natürlich jetzt auch verschiedenste Köder wieder probiert. Auch da sind natürlich immer Kandidaten dabei, die dann nicht funktionieren. Ich hatte jetzt zum Beispiel gerade den Hunter in Grün dabei. Der hat gar nicht funktioniert. Und jetzt teste ich hier gerade den Hunter, ja, diesen barschfarbenen 1002. Gerade einfach mal durchgezogen. Zack, war gerade schon der erste kleinere. Und vielleicht geht da ja auch noch ein bisschen mehr. Also das durchaus eben eine Möglichkeit. Entweder mit durchziehen oder dann jetzt hier gerade mit dieser Jig-Führung. Sundingen. Einfach mal gucken. Vielleicht eine Drehung oder vielleicht besser zwei Drehungen. Einfach da mal auch ein bisschen rumexperimentieren, was vielleicht dann besser ankommt. Und auch da gab es schon Tage oder Situationen, wo es mit den Huntern besser war, auch mal richtig schnell durchzuziehen. Einfach auswerfen, bis dahin an die Schilfkante sozusagen und dann richtig mit Speed durchziehen. Wir können das dann mal machen. Also in der Art, zack, raus bis da hinten hin und dann einfach schnell durchziehen auf 50. Zwischendurch einfach mal eine Pause machen. Und dann wieder mit Speed weiter. Aber auch das muss man probieren. Jetzt ist natürlich heikel, ne? Das heißt, wir haben jetzt nicht viel Zeit. Wir haben jetzt schon, zack, schon wieder 17 Uhr. Es geht halt rasant, ne? Das heißt, die Zeit fürs Hechtangeln ist echt begrenzt. Bedeutet also hier, Blinker war jetzt nicht so gut. Wir gucken nochmal kurz rein in die Jig-Montage. 1-0er. Da kann man natürlich dann auch wieder variieren. Ganz viele Möglichkeiten. Das hier... Ja, eigentlich sind die auch immer die Klassiker, ne? Die Maggots. Auch da die verschiedensten Farben probieren. Auch da dann klassisch mit der Jig-Führung hier. Zack, immer mal eine Umdrehung. Wie gesagt, detaillierter und verschiedene Spots und so gibt es auch noch in den anderen Videos. Auch da, wie gesagt, die alten Spots immer wieder ausprobieren. Gerade hier an der Festung gibt es ja gar nicht so viele Spots fürs Hechtangeln. Aber die Spots, die es gibt, sind auch immer wieder, ja, immer wieder gut und ja, funktionieren halt auch immer wieder, ne? Das ist ähnlich dann hier wie beim Brassenangeln. Einfach mal eben die Spots abklappern, wo läuft es gerade und mit welchen Ködern und dann gib ihm. Ja, aber so wie gesagt, auf Jig scheint es gerade nicht zu triggern, zumindest nicht diese Farbe. Anderes Ding, das hat mich tatsächlich gerade so ein bisschen überrascht, wie schnell das ging. Und das mit diesen Ködern, das ist halt wichtig. Wir gucken auch gleich nochmal in die Montage rein. Wichtig ist da einfach, dass man dieses Twitchen richtig hinkriegt. Dass die Köder immer runtergehen, wieder aufsteigen. Und das funktioniert eben auch nur, wenn man da den richtigen hat. Es gibt halt zwei verschiedene Varianten von diesen Ködern. Es gibt die S-Serie und die F-Serie und wir wollen die Floating, die schwimmende Serie, die F-Serie und nicht die sinkende Serie. Denn der soll genau das hier machen, der soll immer wieder hochkommen, flüpp, und wir schießen ihn wieder runter, flüpp,
Genau das. Und da in der Art gibt es verschiedenste Köder, verschiedenste Wobbler, auch so kleinere Wobbler, Roundish und solche Sachen, die einfach auch mal probieren, gleiche Führung. Da kann man manchmal auch nur so rumzuppeln hier. Sowas machen, einfach nur so, zack, natürlich muss man ein bisschen mehr Schnur vielleicht draußen haben. Aber alleine solche Bewegungen, die triggern schon. Da gibt es zum Beispiel hier drüben, ja, entweder von diesem Steg oder von diesem Holz. Man sieht es da, glaube ich, so ganz knapp. Da ist so ein ganz kleines Holz. Da kann man sich draufstellen und an diese Aalschilfkante da hinten werfen. Also auch das durchaus möglich. Also viel, viel rumprobieren. Genau, wir gucken mal eben rein. Das Setup habe ich so aufgebaut, dass das Vorfach hat jetzt mehr Tragfähigkeit als die Hauptschnur. Ist eigentlich nicht wirklich relevant. Also da geht es jetzt nicht um die Tragfähigkeit, es geht um die Dicke. Es ist ein selbst hergestelltes Vorfach. Wenn ihr die noch nicht selbst herstellen könnt, nehmt einfach Stahlvorfach. Wenn wir hier gezielt, und das ist auch eigentlich fast noch besser zu empfehlen, wenn man hier gezielt unterwegs ist, ich hatte letztens mein 22er Stahl weitergeschickt, 15 Kilo Stahl habe ich jetzt hier gerade, Stahlvorfach nehmen. Wenn man hier gezielt auf Hecht ist, dann Stahl. Ne? Also das heißt, wir haben jetzt hier keine Forellen, wir haben jetzt hier keine Lachse oder sowas, oder irgendwas, was vielleicht da verschreckt wird. Es beißen auf Stahl, wie auch auf dickes Fluorocarbon. Es beißen dicke, fette Barsche und dicke, fette Hechte. Und die lassen sich halt von dem Stahl nicht wirklich verscheuchen. Von daher raus mit dem Stahl. Ich verwende allerdings schon, also relativ selten Stahl, muss ich sagen. Sollte ich vielleicht mal wieder ein bisschen erhöhen. Weil ich eben mir selbst dann diese Vorfächer herstelle und dann nehme ich auch da Fluorocarbon und das ist relativ sicher, also durchbisssicher aufgrund der Dicke. Und wir gucken da auch gerade nochmal eben rein. Das heißt, wenn wir hier einen 35 Kilo Fluorocarbon nehmen, gucken wir mal ins Detail, haben wir hier, müssen wir jetzt gleich eigentlich im Detail auf die Schnur gehen. Die müsste, hier haben wir es doch, Durchmesser 0,8, genau, 0,8 mm dick sein. Und dann gibt es hier noch die 55 Kilo, das verwende ich dann aber nur am Archipel, weil es da eben die ganz dicken Brocken gibt. So, 55er ist halt komplett übertrieben für hier. 1 mm dick, 55 Kilo Tragfähigkeit. Das ist dann, wie gesagt, für die ganz dicken Brocken. Aber es reicht halt, wie gesagt, hier, ich sag mal so zwischen 27 und 35. Das sind eigentlich hier für das Gewässer ausreichende Dicken. Man kann das, ich sag mal, so ein ungefährer Richtwert ist, so die Hälfte der Tragfähigkeit darf der Fisch an Gewicht haben. So rum. Und dann passt das so ungefähr mit der Sicherheit des Durchbeißens. Es gibt trotz allem die Chance, dass er durchbeißt. Also diese Chance besteht trotz allem. Das Risiko ist trotz allem da. Von daher, wenn man da gänzlich risikolos sein will, dann ballert man sich da einfach ein dickes, fettes Stahlvorfach dran. Hier 30 Kilo Stahl und dann raus damit. So, jetzt habe ich natürlich hier viel wichtige Angelzeit verquatscht. Das ist hier alles bares Silber gewesen. Zack, next. Und auch hier auf dem Stahl jetzt hier gerade. Und auf dem Blast Funky Minnow F15. Da könnte man natürlich auch noch andere versuchen. Der scheint aber hier ganz gut gerade zu gehen. Gucken wir nochmal eben. F15. Genau, dieser hier hat auch immer wieder gut funktioniert. Der hier hat auch immer wieder ganz gut funktioniert. Also da wieder so ein paar einfach kaufen und probieren. Testen. Wie gesagt, der erste scheint zu gehen. Und dann hier wieder den nächsten irgendwann mit dem nächsten Geld, den nächsten kaufen. Und gucken, bisschen probieren. Naja, und wenn da nicht läuft, muss man halt wieder leider den nächsten kaufen und testen. Aber einen habt ihr ja jetzt schon, der funktioniert. Zumindest bei dem Wetter. Und jetzt gerade in dem Moment funktioniert aber auch immer mal wieder. Also auch unten an der Festung hier in dem Bereich hat er immer mal wieder funktioniert. So, jetzt gucken wir noch mal kurz rein, was denn die Hechte so an Silber bringen.
Und der erste Weg geht natürlich zum Café und siehe da, da sind sogar noch zwei Stück drin. Die Trophy ist mit drin, nicht schlecht, aber eben auch, mal eben hier nach Gewicht sortieren, 2x3 Kilo und die nehmen wir hier natürlich, bringt schon mal 76 Silber. Schmeckt. Und dann gucken wir nochmal in den Fischmarkt rein. Und dann haben wir hier den gesamten Rest, sind nochmal 60 Silber. Aber wenn wir hier nach Preisen sortieren, das waren hier die ersten paar Minuten. Da waren natürlich die beiden anderen noch mit dabei. Das alleine hier waren schon, ja, 42 Silber. Und dann sind wir hier in Gänze jetzt also, ja, nochmal bei 61. Kann man machen. Also, gar nicht so schlecht. Und wir sind ja eigentlich noch mitten in der Zeit. Wir haben es jetzt erstmal 21 Uhr. Das heißt, die Stunde mit dem Hin- und Hergelatsche jetzt, beziehungsweise jetzt noch 2 Stunden weiter, ist alles noch Hechtzeit. Wenn man es halt maximieren will, legt man auch noch 2 Ruten aus mit dem Köderfisch. Dann haut man da vielleicht noch ein Rotauge drauf oder einen Frosch. Und dann kann man da noch mehr rausziehen an Hechten. Also da ist noch ein bisschen Möglichkeit. Petri Ölemilz, wenn es geholfen hat, nach langer Zeit mal wieder auf Hecht. Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, 19 Uhr. Petri.